Sizilien, ganz im Süden Italiens gelegen, ist die größte Insel im Mittelmeer. Hier kommen nicht nur Archäologie und Naturliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch Gourmets. Die Reise führt uns erst nach Genua, von dort aus mit der Autofähre nach Palermo. Ausgangspunkt für eine vierwöchige Fahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Siziliens und zu Land und Leuten. Anschließend bleiben noch 8 Tage Zeit für die Höhepunkte in Italiens Süden. Wir beginnen unsere Reise in Monreale, nahe Palermo gelegen. Hier steht eines der wichtigsten Kirchenbauwerke aus normannischer Zeit auf Sizilien. Erbauen lassen hat die Kathedrale Wilhelm II., König von Sizilien, in den Jahren 1172 bis 1176. Die Mosaiken gehören zu den bedeutendsten Kunstschätzen ganz Italiens. Für die Anfertigung holte Wilhelm die besten griechischen Mosaizisten, Geld spielte keine Rolle. Dargestellt sind Episoden aus dem Alten und Neuen Testament. Zusammen bedecken die Mosaiken eine Fläche von etwa 6.300 Quadratmetern. Im südlichen Querschiff stehen die Sarkophage von Wilhelm I. und Wilhelm II., der 1189 im Alter von 36 Jahren starb. Das angrenzende Museo Diocesano di Monreale beherbergt christliche Kunst, Devotionalien und legt Zeugnis ab vom Glauben und der Hingabe, die der Diözese entgegengebracht wurde. Hundertachtzig Stufen geht es hoch auf das Dach des Doms. Von hier aus hat man einen guten Blick über Palermo und den Kreuzgang mit seinen 228 Säulenpaaren. Keines davon gleicht dem anderen. Der Kreuzgang ist der einzig verbliebene Rest des einst zu der Kathedrale gehörenden Klosters. Nach dem Tag in Monreale beginnt die Reise rund um Sizilien. Die erste Etappe führt uns östlich rund 80 Kilometer zu den Salinen von Trapani und nach Enrice. Nach einem zweitägigen Aufenthalt folgen die archäologische Stätte Selinunt und das Tal der Tempel bei Agrigento, 200 Kilometer südöstlich von Trapani gelegen. Auf dem Weg nach Trapani liegen die Ruinen von Segesta. Besonders beeindruckend ist der auf einem Hügel gelegene 21 x 61 Meter messende dorische Tempel mit 36 mächtigen, 10 Meter hohen Säulen. Er wurde nie fertiggestellt und eingeweiht, seit dem Bau 420 v. Chr. Auch nie zerstört, obwohl das antike Segesta in zahlreiche Kriege verwickelt war und mehrmals dem Erdboden gleichgemacht wurde. Den Hügel weiter oben finden sich die Reste eines Theaters im griechischen Stil aus dem 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus. Um 100 vor Christus bauten es die Römer um. Erhalten blieben die 20 Sitzreihen des Theaters, vom Bühnengebäude sieht man nur noch die Grundmauern. Bei Ausgrabungen entdeckten Archäologen Reste der einzigen Akropolis und der Stadtmauer, die einer normannischen Festung aus dem 12. Jahrhundert, die Ruinen einer Moschee, einer Kirche und weiterer Gebäude. Ansonsten ist von der Anlage der Stadt nur wenig bekannt. Gegründet wurde Segesta von den Elymern in vorgriechischer Zeit um 600 vor Christus, endgültig zerstört im 5. Jahrhundert nach Christus von den Vandalen. Thank you.
Kurz darauf erreichen wir die Salinen von Trapani. Bleiben 2 Tage. Schon seit 3000 Jahren gewinnen die Menschen hier Meersalz. Im Mittelalter war es die wichtigste Einnahmequelle des westlichen Siziliens. Dabei hat sich der Abbau die letzten Jahrhunderte über kaum geändert. In einzelnen Becken verdunstet das Meerwasser. Zurück bleibt ein grob kristallines Salz. Die typischen Windmühlen sieht man überall inmitten den Salzfeldern. Sie dienten zum Mahlen des Salzes und pumpen das Wasser von einem Becken in ein anderes, was heute eine elektrische Pumpe erledigt. Derzeit ruht der Betrieb, abgebaut wird das Salz vom späteren Frühjahr an bis in den Sommer hinein. Zugleich ist das Areal mit den Salzfeldern ein Naturschutzgebiet. Sind die Salinen doch eines der letzten Feuchtgebiete für europäische Zugvögel, bevor sie den Flug nach Afrika antreten. Auch Flamingos lassen sich beobachten. Nahegelegen findet sich der Ort Enrice auf einem Kalkfelsen in 750 Meter Höhe gelegen. Bewohnt war die Gegend schon in vorgeschichtlicher Zeit. In der Antike hieß die Stadt Eryx, nach einem Sohn der Liebesgöttin Aphrodite und des Argonauten Butes. Er herrschte im Westen Siziliens. Kopfsteinpflaster, enge Gassen, schöne Innenhöfe, ein grüner Park, zahlreiche Kirchen und eine Kathedrale zeichnen den Ort aus. Enrice soll zu den schönsten Orten der Insel gehören. Um diese Zeit, Mitte März, ist recht wenig los. Im Sommer ist hier alles überlaufen. Typisch für ganz Sizilien sind die leuchtend bunten Keramiken. Teller und Platten, Tassen, Krüge, Karaffen, Geschirr und vieles mehr. Alles mit den typischen Motiven aus der sizilianischen Tradition der Karrenmalerei geschmückt. Viele stammt aus industrieller Produktion, manches noch von kleineren Betrieben, die Keramik ausschließlich von Hand herstellen. Hier oben ist es gern recht windig und frisch. An sonnigen und windgeschützten Stellen lässt sich in einem der zahlreichen Cafés gemütlich einen Espresso schlürfen sowie Mandelgebäck und Kuchen genießen. Eine Spezialität dieser Region.
Es geht rund 200 Kilometer südöstlich nach Agrigento zum Tal der Tempel. Auf dem Weg liegt eine bedeutende Ausgrabungsstelle Siziliens, Selinunt. Es muss eine einst sehr wohlhabende und größere Stadt gewesen sein, um 650 vor Christus von griechischen Kolonisten gegründet. Vom Reichtum zeugen die Überreste dreier großer Tempel im östlichen Bereich, eine Akropolis sowie ein Marktplatz. Vieles liegt noch unter der Erde. Den Tempel der Hera restaurierten Archäologen 1950. Doch wenn man vor den Trümmerhaufen des einzigen Zeus-Tempels steht, dürfte der Hera-Tempel im Vergleich recht klein gewesen sein. Die Abmessung des Zeus-Tempels betrug rund 110 x 50 Meter, dessen Höhe 16 Meter. Steht man neben den Resten der Säulen, kommt man sich recht klein vor. Ein Stück entfernt finden sich die Überbleibsel der Akropolis mit Mauerresten, Straßen, Läden und Häusern sowie die Ruinen von 5 weiteren Tempeln. Die Entfernungen zwischen den Ausgrabungsstätten legt man am besten mit dem Minibus zurück, sofern man nicht einen ganzen Tag für Selinunt einplanen möchte. Reich war die Stadt wegen der fruchtbaren Böden, angebaut hat man vor allem Weizen. In den sumpfigen Niederungen des Flusses Selinus gab es große Bestände wilden Selleries, namensgebend für Stadt und Fluss. Die Konflikte zwischen dem griechischen Selinunt und den einheimischen Segester eskalierten gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus und führten zu einem Eingreifen der verfeindeten Großmächte Athen und Sparta. Nachdem Sparta 413 vor Christus die Nachbarstadt Segesta verwüstet hatte, wurde Selinunt nach Berichten Diodors von Karthago im Jahr 409 vor Christus weitgehend zerstört. Es soll 16.000 Tote und 5.000 Gefangene gegeben haben. Die Karthager bauten Segesta wieder auf, bis die Römer die Stadt um 250 vor Christus endgültig zerstörten. Ein Erdbeben im Mittelalter mit einer dadurch ausgelösten Flutwelle gab ihr dann den Rest. Wir sind jetzt im Tal der Tempel bei Agrigento. Diesem Ort, ein Highlight jeder Sizilienreise, sollte man einen ganzen Tag widmen. Es ist ein Muss für jeden Sizilienreisenden, der Besuch des Tal der Tempel in Agrigento. Hier finden sich die mit am besten erhaltenen Tempel der griechischen Antike. Das kommt auch daher, da der Tempel der Concordia als christliche Basilika im 5. und 6. Jahrhundert nach Christi geweiht wurde. So war er relativ gut geschützt. Wir beginnen den Weg am Juno-Tempel am östlichen Eingang. Der um 450 vor Christus errichtete Bau ist Hera, der Frau des Zeus, gewidmet. Derzeit ist es recht ruhig, die Menschen verlaufen sich auf dem 1300 Hektar großen Gelände. Über 600.000 Besucher kommen jährlich zu dem Weltkulturerbe. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts gehörten die archäologischen Stätten für viele zu einem festen Bestandteil einer Bildungsreise nach Süditalien. Auch Johann Wolfgang von Goethe schildert in seinem Werk Italienische Reise seinen Besuch hier. Der Name Tal der Tempel ist recht irreführend, finden sich die Bauten doch auf einem geschützten, etwa 2,2 x 1,6 Kilometer messenden Plateau. Doch das liegt etwas unterhalb der eigentlichen Stadt. Deswegen der Name Valle di Templi, Tal der Tempel. Am besten erhalten ist der Concordia-Tempel. Wem der Tempel einst gewidmet wurde, das weiß man bis heute nicht. Den Namen Concordia erhielt der Bau aufgrund einer in der Nähe gefundenen lateinischen Inschrift, die jedoch keinen Bezug zum Tempel hat. Man weiß aber, dass bei der Weihung als christliche Kirche zwei punische Götterstatuen zerstört wurden. So vermuten Archäologen, dass einst eben zwei Götter hier verehrt wurden. Castor und Pollux kommen in Frage,
die Söhne des Göttervaters Zeus. Agrigento wurde 582 v. Chr. Gegründet und entwickelte sich schnell zu einer blühenden Metropole. Ihr Reichtum beruhte auf der in der Schlacht von Himera gewonnenen Kriegsbeute. Der Tyrann Theron vernichtete damals die Truppen der Karthager und den als Sklaven arbeitenden Kriegsgefangenen sowie Reparationszahlungen durch Karthago. Erst nach dem Tod Therons wurde der Ort zu einer Demokratie und profilierte sich durch Handel. In der Blütezeit sollen 200.000 Menschen in der Stadt gelebt haben. Akragas, so wie Agrigento früher hieß, wurde 406 v. Chr. Von den Karthagern belagert. Nach 8-monatiger Belagerung konnte die Stadt erobert werden und fiel in die Hand der Karthager. Später zwangen die Karthager die Agrigenter, sich dem Krieg gegen Rom anzuschließen. Die Stadt wurde dann etwa 200 v. Chr. Komplett erobert und zerstört. Dann verließ man dieses Tal. Mitten in der antiken Stätte findet sich in einer Schlucht der Giardio della Colimbetra ein 5 Hektar großes Gartenareal zwischen steilen Tuffwänden. Die Ursprünge des Gartens gehen auf die Zeit der Griechen zurück. Heute wird der Zitrushain von einer gemeinnützigen Organisation erhalten und gepflegt. Hier wachsen Früchte wie Zitronen, Orangen und Mandarinen sowie Oliven, Mandeln, Pistazien, Feigen und vieles mehr. Manche der jahrhundertealten Olivenbäume wirken, als ob sie schon zu der Zeit der Griechen gepflanzt wurden. Im Tal der Tempel sieht man auch einige Exemplare der Girgentana-Ziege, einer alten Rasse, die einst aus Nordafghanistan und Belutschistan kommt. Erste Tiere könnten schon von den Griechen nach Sizilien gebracht worden sein. Heute züchtet man sie in einigen kleineren Betrieben in der Region um Agrigento. Sie sind vom Aussterben bedroht. Ein Verein will sie wieder vermehrt im Tal der Tempel ansiedeln. Es geht weiter von Agrigento aus zunächst ins Landesinnere über Enna für 2 Tage nach Piazza Armerina. Es folgt Avola als Ausgangspunkt für mehrere Tagestouren. Hier bleiben wir dann 5 Tage. In Enna finden sich die Überreste des einst größten romanischen Kastells Sizilien, dem Castello di Lombardi. Von der Burg sind noch Mauern vorhanden, einige Gebäude und 6 der ursprünglich 20 Türme. Den Bau schreiben Historiker Friedrich II. Im 12. Jahrhundert zu, auf den Ruinen einer ehemals arabischen Festung. Das Festungsareal umfasst rund 27.000 Quadratmeter, ist mithin eine der größten Burgen Europas. Von dem höchsten Turm des Kastells hat man Sicht bis zum Ätna und Mittelmeer normalerweise. Es ist jedoch recht windig, wir sind auf über 1.000 Meter Höhe und mitten in den Wolken. Ab und an reißt die Wolkendecke etwas auf, die Sonne kommt durch und man hat Sicht auf die Stadt und die umliegenden Dörfer, die sich teilweise regelrecht an die Bergspitzen klammern. Wir verlassen Enna, nach Piazza Armerina sind es noch 40 Kilometer. Unser Ziel ist die Villa Romana del Casale, ein weiterer Höhepunkt einer Sizilienreise.
Die Villa entstand im 3. und 4. Jahrhundert, war das Haupthaus eines weitläufigen Anwesens. Als Erbauer werden unterschiedliche Personen gehandelt, bis hin zu einem Sohn Kaisers Maximians. Am wahrscheinlichsten war es aber Populonius, Gouverneur von Sizilien und römischer Konsul. Später nutzten das Anwesen arabische und romanische Herrscher. Im 12. Jahrhundert gab man es nach einem Erdrutsch auf. Eben dieser sorgte für den Erhalt der weltweit einmaligen antiken Mosaiken, die den Ort zum Weltkulturerbe machen. Die Mosaiken zeigen auf über 3500 Quadratmetern Fläche Geschichten aus damaligen Zeiten, quasi ein Mikrokosmos des Lebens der Reichen, eine Fundgrube für Archäologen. Mit am beeindruckendsten ist sicherlich der 65 Meter lange Gang mit den Mosaiken der großen Jagd. Hier lassen sich verschiedene Jagdszenen zu Lande und zu Wasser betrachten. Berühmt sind zudem die Bikini-Mädchen beim Ballspiel, von wegen, dass Bikinis eine Erfindung des 20. Jahrhunderts wären. Wobei, es dürfte sich schlicht um Unterwäsche gehandelt haben. Von der Villa selbst ist nur wenig erhalten. Die Mosaiken werden durch Bauten geschützt, die in etwa die Form der alten Villa nachbilden. Am Folgetag geht es durch eine im Frühjahr noch grüne Landschaft weiter nach Avola, etwa 150 Kilometer entfernt. Einen etwas längeren Halt machen wir in Caltagirone. Die Stadt gilt als die Keramikhauptstadt Siziliens. Der Name setzt sich zusammen aus dem arabischen Kalat für Kastell und Giran für Keramikgefäße. Rund um die Stadt findet sich hochwertiger Ton, mit dem die Gefäße hergestellt werden. Keramiken begleiten durch die ganze Stadt, sei es in Form von Straßenschildern, Fresken, Laternen oder Bänken. Auch ein Keramikmuseum gibt es und natürlich unzählige Geschäfte, die die bunten Keramiken anbieten. Manches ist heute noch Handarbeit, vieles aber industrielle Ware. Sieht man schnell an der Qualität und am Preis. Auffallend häufig sind Köpfe einer Frau und das Haupt von Moro zu sehen, die in der sizilianischen Kultur verwurzelt sind. Eine Legende sagt, dass vor 1000 Jahren, als Sizilien unter arabischer Herrschaft stand, einst ein junger Moor sich in eine Frau aus Palermo verliebte. Die junge Frau, die viel Zeit mit ihren auf dem Balkon wachsenden Kräutern verbrachte, erwiderte dessen Liebe. Später jedoch realisierte sie, dass ihr Geliebter nach Arabien zurückkehren würde, wo bereits eine Frau auf ihn wartete. Rasend vor Eifersucht tötete sie ihn und schnitt seinen Kopf ab. In diesen pflanzte sie Basilikum und tränkte das Kraut mit ihren Tränen.
Beim Anblick des üppig wachsenden Basilikums wollten andere Frauen das auch so haben. So entstanden die schwarzen Keramikköpfe. Zugleich sind sie eine Warnung an die Männer der Frauen.